Ja, herzlich willkommen zum Tarot der Heilung. Mein Name ist Christoph Arnold, leite die Praxis Mirakura, die sich mit unterschiedlichen Heilungsthemen beschäftigt und ja, auch unterschiedliche Wege zur Heilung nutzt und manchmal sehr kuriose. Für manche Menschen mag das erstmal merkwürdig klingen, dass man Tarotkarten zur Heilung einsetzen könnte. Aber ja, sie können dir auf jeden Fall erst einmal Hinweise für deine Kreativität geben. Und ja, dein Kopf stellt Verbindungen her und vielleicht macht es dann auch irgendwo Klick. Und ja, entsprechende Heilenergie kann fließen. Ja, jeden Tag ein Video, weil ja meist immer nur eine Karte besprochen wird. Und denn da ist meist sehr viel Information drauf, manchmal nicht so viel, manchmal erkennt man sofort, was los ist, manchmal braucht man ein bisschen länger. Hier bei den drei der Münzen ist so, wo man denkt, was ist denn da? Da sind also drei Menschen, zwei gucken zu dem einen hin, das sieht so ein bisschen vielleicht danach aus, dass eben der eine ja der Kirchenmann ist, der andere ist so der Planer, der hat da seinen Plan in der Hand und eben der dritte steht auf der Bank und hat sein Werkzeug da, seinen Schlegel und ja, errichtet quasi da, sag ich jetzt mal, das Gotteshaus oder macht da entsprechende Verzierung und da oben sind drei Münzen zu sehen als Verzierung. Und ja, der gute Mann steht auch noch so auf so ein bisschen wackeligem Brett. Also ist die Situation sicherlich nicht einfach und es bedarf einigen Könnens. Ja, also jemand, der diese Dinge, ich weiß nicht, jeder hat sicherlich schon mal ein bisschen sich genauer eine Kirche angeschaut, das sind ja schon Bauwerke, wo man sagt, Mensch, das waren Menschen, die haben wirklich was gekonnt. Und ja, was kannst du? Was kannst du noch? Das wäre jetzt meine Frage an dich, wenn es um das Thema Heilung geht. Weil wir konzentrieren uns natürlicherweise durch die Schmerzen eher auf das, was gerade nicht geht. Aber unser Körper ist ja so ein Wunderwerk. Der kann eben auch fantastische Sachen, die man vielleicht gar nicht so sieht, nach außen hin, aber die eben im Inneren quasi erst einmal sowieso als Plan da sein müssen. Und wir haben den Plan, nämlich Harmonie, etwas Gutes zu schaffen, wieder in Ordnung zu kommen. Und das ist das, was unser Körper macht. Insofern, ja, auf das Können, Vertrauen deines Körpers könnte auch eine Aussage dieser Karte sein. Also du siehst auch aus so einer kleinen Karte, die, wo man denkt, was sagt die mir, die kann schon was sagen, kann dich vielleicht anregen. Und wenn du sagst, ja, ich bin da jetzt so ein bisschen warm geworden, ich würde gerne eine private Sitzung dazu haben, gerne. Geh zum Kontakt auf meine Homepage, da ist eine E-Mail oder da ist eine WhatsApp-Telefonnummer und ja, dann können wir gerne einen Termin ausmachen. Wichtig, die ersten 15 Minuten im Erstgespräch sind kostenfrei, das heißt, du hast die Möglichkeit, eine Menge zu erfahren. Wir sind jetzt gerade bei 4 Minuten, fast 30, also da kann eine ganze Menge an Informationen ausgetauscht werden. Du kannst Anregungen von mir bekommen, die ja, dir wirklich auch weiterhelfen können. Und das hoffe ich, das wünsche ich mir auch für dich, dass du ja wirklich auf deinem Weg zur Heilung weiterkommst und auch dein eigenes Können. Das ist ja auch mein Thema, dass ich Menschen zeige, was kannst du alles schon selber tun für deine Heilung. Und insofern
Ja, praktisch eine sehr schöne Karte, die nochmal darauf hinweist, auf dein eigenes Können. Was kannst du im Moment tun für dich? Mit der Frage lasse ich dich dann alleine und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zum nächsten Video.